In Deutschland sterben so etwa 5 Personen im Jahr durch Blitzschlag. Das hat einmal geknallt und dann war es schon passiert. Unglaublich. Das wurde nicht getroffen, das Haus wurde zerlegt. Das ist nicht weit weg, das hätte auch hier knallen können. Ne? Also unvorstellbar für mich ist, dass nur weniger wie 1% der privaten Häuser Blitzschutz haben. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Jedes Jahr wird Deutschland etwa 1 bis 2 Millionen Mal von einem Blitz getroffen, meist bei Sommergewittern. Aufsteigende, feuchtwarme Luftmassen bilden dabei ambossförmige Gewitterwolken. Darin entsteht ein Ladungsunterschied zwischen dem oberen und unteren Bereich der Wolke. Wird er zu groß, entsteht ein Blitz. Ein Ausgleich der Ladungen. Für kurze Zeit kann eine Spannung von über 100 Millionen Volt entstehen. Wenn die Wolke sehr tief hängt, kann sich der bis zu 30.000 Grad heiße Blitz auch zur Erde entladen. Die Luft dehnt sich natürlich dann schlagartig innerhalb kürzester Zeit massiv aus und das sprengt natürlich nahezu jedes Gebäude, Bäume, alles auseinander. In Gebäuden sucht sich der Blitz seinen Weg nach unten. Die Elektroinstallation ist der riesigen Stromstärke nicht gewachsen und explodiert oder verbrennt, Heizungsrohre bersten. Bei manchen Einschlägen kommt es zu einem Feuer im Gebäude, meist im Dachstuhl. So auch 2012 in Lobbach. Es hat einen Blitzschlag gegeben, nur einen einzigen. Dann hat es gezischt und dann ist unser Nachbar rübergekommen und hat gemeint, bei euch aus dem Dach raucht es. Und dann kommt einem natürlich die Zeit sehr lang vor, bis die Feuerwehr kommt. Aber bis dahin hat es sehr stark geraucht und ja, und seitdem gucke ich halt zu. Ich meine, niemand guckt gerne zu, wie sein Haus abbrennt, ne? Und wir werden ja auch zuerst mal keine Sachen mehr haben. 100.000 Euro Sachschaden hat dieser Blitzeinschlag verursacht. Tendenziell wird der Norden Deutschlands weniger von Blitzen getroffen als der Süden. Denn feuchtheiße Luft, eine Voraussetzung für Gewitter, weht oft aus Südeuropa heran und trifft den Norden weniger als andere Regionen. Außerdem stauen sich Luftmassen häufiger in Bergnähe, ein weiterer Grund für höhere Gewitterneigung. Selbst wenn der Blitz mehr als 1 Kilometer weit entfernt einschlägt, kann der Blitzstrom über Elektro- und Telefonleitungen, aber auch Gas- und Wasserrohre in andere Häuser eindringen und dort elektrische Geräte beschädigen oder gar zerstören. Was kann man nun tun, um sein Gebäude vor Blitzschäden zu schützen? Der äußere Blitzschutz fängt den Blitz mit Fangeinrichtungen ein, bevor er das Dach trifft. Fangstangen schützen hervorstehende Elemente wie Satellitenschüsseln oder Schornsteine. Alle metallenen Aufbauten wie Schneefanggitter, Entlüftungsrohre oder Dachgauben müssen mit der Blitzschutzanlage verbunden werden. Schlägt nun ein Blitz ein, wird der Blitzstrom von den Fangeinrichtungen über die Ableitungen nach unten zur Erdungsanlage geleitet. Dafür kann oft der bereits vorhandene Fundamenterder genutzt werden. Er leitet den Blitzstrom sicher in die Erde ab. Wir hatten keinen äußeren Blitzschutz. Anfang fehlt das Geld. Ja? Und dann ist bei mir 6 Meter vom Haus entfernt der Blitz eingeschlagen, in den Baum auf unserem Grundstück. Und dann hat meine Frau gesagt, so, du sorgst in der Stadt München für Blitzschutz und jetzt sorgen wir hier für Blitzschutz. Anfang spart man, aber es ist am falschen Eck gespart. Der innere Blitzschutz besteht aus verschiedenen hintereinander geschalteten Modulen. Hier sehen wir einen Teil des inneren Blitzschutzes. Das sind Blitzstromableiter, die das Elektronetz mit der Erdungsanlage und allen Metallteilen im Gebäude verbinden. Dazu zählen Wasser-, Gas- und Heizungsrohre, aber auch die grün-gelben Schutzleiter von technischen Anlagen und der Stromversorgung. Überspannungen durch einen Blitzeinschlag in das eigene oder entfernte Gebäude können durch Schutzgeräte unschädlich gemacht werden. Dies sind Überspannungsschutzgeräte, die verhindern, dass die Überspannung in die elektronischen Geräte gelangt und somit kann eine Zerstörung nicht mehr stattfinden. Wenn die Bauherren wüssten, wie günstig Blitzschutzanlagen sind, dann hätte jedes Gebäude, glaube ich, einen Blitzschutz und die Kosten sind wirklich überschaubar. Sie können also einiges tun, um sich vor den Gefahren von Blitzeinschlägen zu schützen.